toll. Das ist mein Mädchen. Das war so gut. Sie kommt auf keinen Fall unter 9. Okay. Okay. 8,5? Soll das ein Witz sein? Schatz, entspann dich. Es ist sehr gut. Du warst so gut, Schatz. Nicht laut den Juroren. Wir brauchen mehr Punkte, wenn wir ins olympische Team wollen. Ich weiß, ich arbeite dran, Papa. Ich denke, für die Landesmeisterschaft müssen wir noch etwas hinzufügen. Okay. Vielleicht ein doppeltes Pike. Lasst uns erstmal den heutigen Sieg feiern, bevor wir weitere Kombinationen diskutieren und planen. Komm schon, Nancy. Alles okay, Liebling? Alles gut. Meine Beine sind etwas steif. Okay, gut. Was wollen wir heute Abend essen? Oh, ich hätte total Lust auf Pizza. Pizza? Ja. Nein, dein Körper muss sich erholen. Du brauchst Proteine, du brauchst Elektrolyte. Pizza ist nicht gut für dich. Ist gut. Ja. Lass sie essen, was sie will. Hör mal, Nancy, Paris 2024 ist gleich um die Ecke. Sie braucht jeden Vorteil, den sie kriegen kann, stimmt doch? Ja. Ach, Dennis, komm schon. Sie trainiert rund um die Uhr. Das eine Mal wird nicht schaden. Papa hat recht. Ich nehme einen Proteinriegel oder so. Genau. Wenn sie ins olympische Team kommt, kann sie jederzeit Pizza haben. Aber nicht jetzt. Ich will mir das Video ansehen, um zu sehen, wo wir uns verbessern müssen. Gute Idee. Ich weiß, wo ich Veränderungen machen will. Sehr gut. Ich sah ein paar... Hört ihr zwar jemals auf? Es gibt keine Ruhe für Kämpfer. Das ist mein Mädchen. Auf geht's. Du schaffst das. Lass uns nach Hause gehen. Hey, mein Baby. Ist alles okay? Sei vorsichtig. Langsam. Komm, setz dich hierher. Gott. Gleich haben wir es. Hier, setz dich. Oh nein. Alles gut. Alles gut. Alles okay. Bist du sicher, du bist okay? Du bist ziemlich übel gefallen. Es ist nichts. Meine Beine sind etwas schwach. Das ist alles. Es soll dich wer untersuchen. Nur zur Sicherheit. Die Ärzte sind in der Lobby, die haben sicher Zeit. Nein, bemutter sie nicht, Nancy. Sieh mal, sie hatte schlimmere Stürze auf dem Balken. Wenn sie sagt, es passt, dann passt es. Ja. Keine Sorge. Geht es dir wirklich gut? Ja, ich muss etwas essen. Ich hatte nichts seit Mittag. Ich habe einen Proteinriegel im Auto, den kannst du haben. Lass uns gehen. Okay, na komm. Jetzt bitte sauber. Du schaffst das. Gut gemacht, so soll's sein. Vergiss nicht, das Kinn einzuziehen, okay? Also gut, nochmal. Wie geht's ihr? Es wird langsam. Hey, wow. Oh, alles okay? Was ist passiert? Ja, entschuldige, meine Beine waren taub. Hier, mach mal eine Pause. Hier, nimm Wasser, verschnaufe mal. Nein. Hör mal, pausiert wird dann, wenn sie die Kombination schafft, okay? Liebling, sie ist erschöpft. Sie kann kaum aufrecht stehen. Gib ihr ein paar Minuten. Nancy, ihre Muskeln sind einfach müde. Sie muss sich nur durchkämpfen. Stimmt's? Ja, er hat recht. Ich muss meine Punkte verbessern. Das ist Teil des Prozesses. Vergiss nicht. Du kannst alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt. Du schaffst das. Los geht's, mein Mädchen. Na los. Los geht's, saubere Arbeit. Du schaffst das, Mädchen. Na siehst du, das will ich sehen. Ja, beiß dich durch. Mehr musst du sie nicht tun. Gib nicht auf. Du schaffst es. Isil! Oh mein Gott! Ruf sofort den Notarzt! Hey, nein, sie braucht Luft! Ruf die Rettung! Schnell! Alles wird gut. Der Doktor wird mit guten Nachrichten kommen. Trink viel und vor allem ruh dich aus. Du solltest dich ausruhen, Baby. Du hast eine Kämpferin. Sie wird wieder. Ah, ich freue mich, dass du wach bist. Wie fühlst du dich, Isabel? Vor allem beschämt, wenn ich ehrlich bin. Es gibt keinen Grund, dich zu schämen. Du trainierst 7 Tage die Woche. Du bist erschöpft. Es ist Erschöpfung, oder? Mein Mann hat sie so hart trainiert. Und ich erkläre dir, dass sie sonst nicht zur Olympiade fährt, wenn sie so weitermacht. Du brauchst mentale Stärke, stimmt's? Und du bist stark. Ich liebe dich. Es klingt so, als würde Isabel etwas zu hart trainieren, aber... Es ist leider ernster als das. Was meinen Sie? Wir haben ein paar Voruntersuchungen gemacht und es scheint, als hätte Isabel eine seltene neurologische Erkrankung, die ihre Motorik beeinträchtigt. Oh, halt, Moment mal. Wovon sprechen Sie bitte? Sehen Sie sie an. Sie sieht ganz normal aus. Ich meine, das von heute war nur ein Zufall. Stimmt's?
Bist du öfter hingefallen, ausgerutscht? Hast du Schwierigkeiten, Dinge zu halten? Ein bisschen mehr als sonst, aber ich habe wirklich hart trainiert. Ich dachte, ich bin müde. Die Ursache dafür ist nicht physisch, auch wenn die Symptome darauf hinweisen. Der Grund, warum du stürzt und deine Beine heute schwach waren, ist, weil die Neuronen in deinem Hirn fehlschlagen. Ich habe sie nicht so sehr belastet. Okay, was können wir jetzt tun? Gibt es eine Behandlung? Ja, es ist heilbar, nicht? Ich meine, ich mache schon Physiotherapie 2-mal die Woche, aber ich mache, was nötig ist, egal was, ich tue es. Absolut, sie muss zur Nationalmeisterschaft. Je früher wir mit der Behandlung anfangen, umso besser. Leider gibt es dafür keine Behandlung. Was? Das ist unmöglich. Medizin kann fast alles behandeln heutzutage. Wartet mal, das wird schon, okay? Sie wird also gelegentlich stolpern, aber sie wird trainieren können, nicht? Sie wird doch noch trainieren können, nicht? Hier liegt das Problem. Diese Krankheit ist degenerativ. Und was heißt das? Deine Motorik wird sich verschlechtern. Alltägliche Handlungen werden schwieriger. Letztendlich resultiert es in Sprachverlust, Verlust der Darmkontrolle, totaler Kontrollverlust. Also, Sie sagen das. Nimm dir die nächsten Wochen Zeit, um alles zu verdauen und die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Wenn es etwas gibt, was du immer tun wolltest, jetzt ist die Zeit. Sie ist doch nur ein Teenager. Es muss doch eine Lösung geben, eine Operation oder Studie. Ich kann Ihnen ein paar Spezialisten empfehlen, aber ich bezweifle, dass Sie mehr für Sie tun können werden. Ich gebe Ihnen etwas Zeit. Schatz, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir holen uns eine zweite Meinung. Es gibt bestimmt Studien. Wir stehen das zusammen durch. Als Familie. Und in der Zwischenzeit kein Training mehr. Okay. Stimmt's, Dennis? Wo gehst du hin? Papa, wo gehst du denn hin? Ich komm gleich wieder. Bleib bei mir. Beruhige dich doch. Nein. Ihr Körper kann nicht versagen. Sie sollte Olympiagold gewinnen in 2 Jahren. Nancy, wir trainieren, seit sie 5 ist. Sie kann jetzt nicht aufhören. Nein. Vergiss das Training. Sie kämpft jetzt hier doch nicht um Gold. Sie kämpft um ihr Leben. Und sie braucht ihren Vater an ihrer Seite als Unterstützung, um irgendeine Chance zu haben, dieses Ding zu besiegen. Verstehst du das? Nein, tue ich nicht. Das war mein Weg raus. Unser Weg raus. Weißt du, wie sehr ich diesen Bürojob satt habe und trotzdem schaffe ich es, kaum Essen auf den Tisch zu bringen? Wenn sie Olympionikin wird, dann hat sie Sponsoren, Endorsements. Wir könnten endlich diesem bürgerlichen Albtraum entfliehen, Schatz. Wir wären frei. Was bringt uns dieses Geld, wenn sie den Rest ihres Lebens in der Klinik verbringt? Sag Isabel, dass ich nur einen Kaffee hole. Wenn ich zurückkomme, dann sag ich ihr, mit Turnen ist jetzt Schluss. Was ist los? Hey, Schatz. Worüber streitet ihr denn? Nein, alles gut. Alles gut. Deine Mom und ich versuchen nur, alles zu verarbeiten. Alles okay, Schatz. Hör auf. Was denkt ihr, soll ich tun? Der Arzt meinte... Nein. Hör auf mich. Ärzte sagen Dinge nur, um vorsichtig zu sein. Alles klar? Du denkst doch nicht, dass wir aufhören sollen zu trainieren, oder? Ich weiß nicht. Es soll schlimmer werden. Es ist was Ernstes. Ja. Aber du bist eine Kämpferin. Hab ich recht? Ja. Du wirst nicht aufgeben deswegen, oder? Ja. Ja. Ja, du hast recht, wir sind so weit gekommen. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Das ist mein Mädchen. Also zieh dich um, lass uns hier abhauen. Okay.
Na los. Der Vater weigert sich, den Traum, seine Tochter in der Olympiade zu sehen, loszulassen. Ein paar Tage später sind Isabel und Dennis zurück in der Turnhalle. Obwohl ihr Körper ihr sagt, dass sie nicht trainieren sollte, geht sie weiterhin an ihr Limit. Und als die Zeit vergeht, verschlechtert sich ihr Zustand. Egal wie schlecht es ihr geht, lässt sie ihr Vater nicht aufhören. Letztendlich kollabiert Isabel ein weiteres Mal. Dieses Mal liegt Isabel in einem Koma. Sie kann sich nicht bewegen oder sprechen, genau wie die Ärztin vorhergesagt hat. Der Traum des Vaters, seine Tochter in der Olympiade zu sehen, ist endgültig vorbei. 2 Jahre sind vergangen und Isabels Zustand hat sich immer noch nicht gebessert. Ihre Eltern kommen jeden Tag, um sie zu sehen und hoffen auf ein Wunder. Hier ist deine Show. Real Housewives. Ich hole mir etwas von der Cafeteria. Willst du auch etwas? Nein, danke. Okay. Ich bringe dir das People-Magazin. Dann lese ich es dir vor. Entschuldigung, kann ich Sie sprechen? Ja. Ich telefonierte gerade mit unserer Finanzabteilung. Nein, ich sagte Ihrem Kollegen, er soll mit der Versicherung sprechen. Das haben wir und leider werden laut Ihrer Police so lange Intensivstationenaufenthalte nicht übernommen. Sie müssen es aus eigener Tasche bezahlen. Was? Das kann ich mir nicht leisten. Ich kann Ihnen andere Einrichtungen empfehlen, die viel besser passen für Isabels Zustand oder... Oder was, hä? Was? Da Isabel leider keine Anzeichen von Besserung zeigt und ihr Zustand sich verschlechtert, schlägt das medizinische Team vor, sich Alternativen anzusehen. Ist das die Lebensqualität, die Sie sich für sie wünschen? Schlagen Sie mir vor, wir ziehen den Stecker. Ich schlage vor, Sie tun das Beste für Ihre Tochter im gegebenen Zustand. Ich weiß, es ist viel zu verarbeiten und Sie haben noch Zeit. Ich komme ein andermal wieder. Was wollte dieser Mann? Die Versicherung wird die Kosten nicht mehr lange übernehmen. Das war's. Und was machen wir jetzt? Wir können uns das nicht leisten. Glaubst du, ich weiß das nicht? Hör mal, Liebling. Es ist Zeit, an andere Optionen zu denken. Was wir als nächstes machen, weißt du, Schatz? Nein, das will ich nicht machen! Sie liegt hier schon 2 Jahre! Sie ist eine Kämpferin! Ich weiß, sie ist noch da, ich weiß es! Nur weil sie noch atmet, mit Hilfe einer Maschine, heißt es nicht, dass sie da ist! Natürlich ist sie das! Warte. Ich will nicht mehr darüber reden! Hör mir einfach zu. Hör mir. Wir müssen darüber reden. Es gab kein People-Magazin, dafür diesen Krimi. Hör jetzt auf damit! Liebling, sie wird nicht antworten. Ich werde sie nie aufgeben. Du schaltest hier ein, als könnte sie es sehen. Du liest ihr vor, als würde sie verstehen, aber nein! Doch, das tut sie! Du verdrängst es! Das ist nicht Isabel! Isabel ist weg und es tut mir leid! Denkst du, das hätte sie so gewollt? Sie war am Weg in die Olympiade und jetzt ist sie hier! Sie kann nicht blinken oder die Finger bewegen! Sie ist unsere Tochter! Du weißt, sie ist eine Kämpferin. Du hast sie so erzogen. Ich gebe sie nicht auf. Nicht, bis sie mir ein Zeichen gibt. Ich gehe. Wo gehst du hin?
Tut mir leid, ich kann das nicht mehr. Es tut mir leid. Ich kann das nicht. Wenn du durch diese Tür gehst und deine Tochter aufgibst, dann brauchst du nie wieder zurückkommen. Nein, nein, wenn du hier bleibst und deine Zeit verschwenden willst, ist das deine Sache. Ich muss mein Leben weiterleben. Bitte, Nancy. Und? Dasselbe wie letzte Woche und die Woche davor. Ich dachte, dieses neue Medikament hätte doch vielversprechende Resultate. Es ist experimentell und noch im Forschungsstadium. Wenn es nicht greift, was sind unsere Optionen? Wenn Isabels Zustand sich nicht bald bessert, sollten wir die Alternative besprechen. Ich wünschte, ich hätte gute Neuigkeiten. Sie haben schon so viel mitgemacht. Aber darüber sprechen wir, wenn es soweit ist. Ich komme morgen vorbei. Ruhen Sie sich aus. Is, wenn du mich hörst, gib mir bitte ein Zeichen. Wenn ich das akzeptieren soll, tue ich das. Aber wenn ich kämpfen soll, musst du es mir sagen. Lass es mich doch wissen. Vielleicht bin ich verrückt. Die Olympia-Qualifikation. Da solltest du sein. Hast du gerade? Wenn du mich hörst, drücke meine Hand nochmal. Doktor! Schwester, komm Sie bitte! Sie hat meine Hand gedrückt! Das sind unglaubliche Nachrichten. Das heißt, Ihre Gehirnfunktion steigert sich. Was war denn der Auslöser dafür? Ich habe Turin eingeschaltet. Sie hat wohl doch eine faire Chance. Oh mein Gott! Die Mutter ist besonders aufgeregt, dass ihre Tochter sie hören kann. Isabel macht langsam aber sicher Fortschritte. Gegen alle Wahrscheinlichkeit wacht sie auf und beginnt Kontrolle über ihren Körper zu erlangen. Bald steigert sie sich vom Sitzen zum Gehen. Und mit ein wenig Zeit, Arbeit und am wichtigsten viel Unterstützung kehrt Isabel wieder in die Turnhalle zurück, um für die Olympiade zu trainieren. Und obwohl sie ein paar Rückschläge erlebte, stand sie immer auf und kämpfte weiter. Mit ihrer Mutter an ihrer Seite schafft sie es, alle zu verblüffen. Sie qualifiziert sich für die Los Angeles 2028 Olympiade. Isabel und ihre Mutter können es nicht glauben. Hier kommt sie. Isabel, Chuck Taylor von Damann Sport. Können wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, klar. Also sag mal, Isabel, du bist in der olympischen Mannschaft, Sponsoren stehen Schlange, um mit dir zu arbeiten. Wie fühlst du dich?
Ich kann's nicht beschreiben. Es fühlt sich unglaublich an. Das glaube ich. Aber vor deinem Erfolg hast du 2 Jahre Training verloren, weil du in einem Koma lagst. Es hieß, du wirst nicht aufwachen und es gibt keine Behandlung. Wie bist du da durch? Es gab mehrere Faktoren. Gott, tolle Ärzte. Aber wenn ich einen wählen müsste, dann... Meine Mutter. Sie hat mit mir gesprochen, vorgelesen, Ton geguckt. Sie hatten mich nie aufgegeben, nicht einmal. Hast du sie gehört? Es ist schwierig zu erklären. Ich habe es gespürt, wenn das Sinn macht. Darum habe ich gekämpft. Wie hast du weitergekämpft? Ich meine, 2 Jahre ist sehr lange. Als Tonerin lernst du Berge zu erklimmen und das Unmögliche zu erreichen. Und wenn du beim ersten Mal versagst, machst du weiter. Das war nur ein neuer Berg, den du erklimmst. Das ist toll. Was hoffst du, dass man aus deiner Geschichte lernt? Dass man nie aufgeben soll. Immer weiterkämpfen. Immer träumen. Denn du kannst alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt. Schnitt! Das war super. Deine Geschichte wird viele inspirieren. Danke. Wir haben's. Oh mein Gott! Ich kann's nicht glauben, meine Tochter, die Olympiaturnerin. Wir sollten feiern. Ja. Wie wär's mein mit... Mein Mädchen! Dennis, was machst du hier? Du siehst gut aus. Ich habe die Nachrichten gesehen und ich habe gehofft, mit Isabel zu sprechen. Du hast die Frechheit, hier aufzutauchen nach allem, was passiert ist. Ich hole die Security. Warte, nein, Mama, das musst Mama, du doch nicht Mama. Tun. Alles gut. Du musst nicht mit ihm reden, wenn du das nicht willst. Es dauert nur einen Moment. Ich bin gleich hier drüben, wenn du mich brauchst. Okay. Es hat mich auch gefreut, Nancy. Mein Mädchen. Was willst du? Ich bin am Sprung. Ich wollte dir sagen, ich bin stolz auf dich. Stolz auf uns. All die harte Arbeit, die wir geleistet haben. Wir? Ja. Isabel, ich war dein Trainer. Ja, das war das Problem. Du warst zuerst Trainer und dann Vater. Nein, hör mal. Was auch immer deine Mutter erzählt hat, es war aus dem Kontext. Isabel, du warst im Koma. Die Ärzte rieten uns, den Stecker zu ziehen. Ich wusste nicht weiter. Mich nicht aufzugeben, wäre nett gewesen. Okay. Ich verdiene das. Aber ich habe alles getan, damit du es hierher schaffst. Damit du zur Olympiade fährst und Endorsements und Sponsoren kriegst. Das große Geld. Isabel, hör zu. Wenn du mich nicht in deinem Leben haben willst, okay, das verstehe ich. Aber das Mindeste, was du tun könntest, ist mir etwas Geld geben. Wow. Nach all dieser Zeit kommst du deshalb zurück? Nein, nein. Unglaublich. Falls du es vergessen hast, ich bezahle viele Rechnungen, auf die du uns sitzen gelassen hast. Ich verstehe, mein Mädchen, aber es bleibt sicher noch etwas übrig. Komm schon. Du bist unglaublich. Tschüss, Papa. Warte, warte. Wo gehst du hin? Ich bin am Weg zum Abendessen. Ich esse Pizza mit Mama. Pizza? Ich bin Olympionikin. Ich kann Pizza essen, so viel ich will. Weißt du noch? Warte, mein Liebling. Nein, geh nicht. Hey, Jungs! Hört mal, wollt ihr die wahre Geschichte hören? Ich bin der Grund, wieso Isabel sich qualifiziert hat. Ich bin ehrlich, das ist die Wahrheit. Ah, wirklich? Sie hat sie nicht erwähnt. Interviews können verwirren, sie hat wohl vergessen. Aber ich war dort von Anfang an. Ich habe ihr Potenzial gesehen. Ich habe sie trainiert. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Nein, 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 nein. Auf Wiedersehen. Hört zu, es war... Wollt ihr die wahre Geschichte hören?